So, und damit herzlich willkommen zu meinem Total War Warhammer Let's Play. Ich bin euer Luxor. Ja, und wir sind hier letztes Mal im Tunnelnetzwerk abgefangen worden vom Imperator Karl Franz. Ich meine, wie hier schon unser Balken sagt, haben wir sehr, sehr wahrscheinlich keine guten Chancen, die Schlacht zu gewinnen. Aber versuchen werden wir es trotzdem. Ich möchte mir nur mal eben angucken. Wir haben den Imperator. Nahkampfspezialisten haben wir hier auch noch dabei. Den Claude Coué. Ziemlich viele Schwertkämpfer. Schützenreiter ist schon mal sehr bitter. Reichsgarde sind Nahkämpfer, Hellebardiere, Speerträger. Musketenschützen 2, 3. 3 Musketenschützen, Schützenreiter 4. 5 Fernkämpfer, Pistoliere genauso. Und hier eine ziemliche bescheidene Aktion. Wir könnten mit den Gyrokoptern vordringen gegen Infanterie steht da. Schlechte Genauigkeit ist theoretisch schlecht gegen die Artillerie anzuwenden. Aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Eventuell können wir ja mal ein bisschen mehr Schaden zufügen, als hier automatisch generieren werden würde. Schlacht von Averheim. Eigentlich auch relativ unfair. Ups, ich hoffe, das war eben nicht zu laut. Ich bin aus Versehen gegen das Mikro gekommen. Ein Unding, dass die am Belagern sind und uns hier gleichzeitig im Tunnelnetzwerk abfangen. Finde ich jetzt nicht allzu drei, um ehrlich zu sein. So, die bekommen die 1. Stellen wir sie mal hier vorne hin. Zack. So, du kommst einmal bitte so, ne? In die Mitte. Und damit sperren wir euch auch. So, die Musketiere. Kriegen die 2. Komm auf die linke Flanke. Die machen wir mal ruhig ein bisschen breiter. Der dürfte ja theoretisch keine Verstärkung bekommen. Die Armbrustschützen kriegen die 3. Das ist natürlich falsche Richtung. Bis wohin gehen denn jetzt hier die Musketiere? Wir müssen bis dahin gehen. So. Auch die sperren wir. Die Gyrokopter bekommen die 4. Die Katapulte die 5. Wo wir auch gerade bei den Katapulten sind, die werden wir mal hier vorne so aufstellen. Und gucken, wie weit die kommen. Die haben eine enorme Reichweite. Das ist sehr schön, damit können wir sehr früh ins Kampfgeschehen eingreifen. Und die Gyrocopter, ja, wenn wir erstmal hier hinten positionieren, in einer Linie, ist unsere Sturmeinheit für einen schnellen Zugriff quasi. So, da wollte ich es eigentlich nicht haben. Ich wollte eigentlich hier die Katapulte. Könnten wir ruhig ein bisschen weiter hier rechts hinstellen. So. Ich will nämlich schauen, dass so gut wie alle Bereiche abgedeckt sind. So sieht es relativ gut aus. Ich würde sagen, wir starten das Gefecht. Und gucken einfach mal. So, die werden uns mit Sicherheit überrennen. Ich will mal schauen, wobei die Katapulte, ja. Lassen wir denen selbst ihre Ziele suchen. Musketenschützen. Die Reichsgarde ist eine Schockkavallerie, das ist schlecht. Vorne haben wir die Schützenreiter, da werden wir auf jeden Fall entweder auf die Schockkavallerie setzen, weil die Gyrokopter, oder hier auf die Schützenreiter. Ich weiß es noch nicht, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich eher auf die Schockkavallerie, die Reichsgarde. Warum beschießen die denn den Helden? Den einzelnen Helden versuchen, die Katapulte zu treffen. Was ist das bitte für ein Fail?
bekommen. So. Die Schützenreiter ist wahrscheinlich ein schlechtes Ziel. Hier auf die Schwertkämpfer könnt ihr gehen. Ihr geht da drauf. Die drei auf die Musketenschützen. Und die vier kommt hier auf die Schützenreiter. Versuchen wir es einfach mal mit den Gyrokoptern da so hin. Um das Ganze hier ein bisschen zu splitten. Damit sie jetzt hier die Katapulte nicht mit dabei erwischen. Wobei hier an der Infanterie scheinen die echt gut Damage zu fahren. Na, unsere Musketenschützen scheinen den auch so schon. Damage zuzuheizen. Wo ist denn hier unser Held eigentlich? So, ich will mir jetzt hier so ein bisschen... Der ist da vorne. Da mit einem Kampf. So, mal gucken, ob wir hier hinten jetzt ein bisschen die Raketenlaffe hier treffen. Beziehungsweise könnten wir hier theoretisch erstmal so durchführen. Um hier ein bisschen Druck aufzubauen. So, wir scheinen auf jeden Fall hier ein bisschen im Nachteil zu verweilen. So, unsere Gyrokopter eiern hier hinten bloß rum und haben nichts weiter unternommen. Da fliehen schon unsere ersten Armbrustschützen. So, stürmt man da ein bisschen drauf zu. Und ihr macht mir hier Druck jetzt und zerhaut hier die verkackte Kavallerie. Oh, da überrennen sie uns von der rechten Flanke. Das ist schlecht. Sehr, sehr schlechtes Zeichen. So, ich würde sagen, das Ding sieht schon ziemlich verloren aus. Da fliehen sie alle. Feiglinge, eure Krieger fliehen. Ach, kaum ausgesprochen ist es auch schon vorbei. 550 Verluste haben wir. Der Gegner hat 538 Verluste und die Armee war von Hause aus größer. Aber unser Held ist wesentlich besser aufgestellt, hat 45 Kills erzielt, währenddessen Imperator Karl Franz nur eine 30 erzielt hat. Und da sind wir auch komplett ausgelöscht. Durch den Feind gestohlen, das ist nicht so schön. So, hier drüben waren wir und wollten ja darüber ziehen. Mit der Armee wollten wir uns nach unten vorkämpfen. Wie sieht's hier aus, 9 Runden. So, haben wir irgendwie noch nicht bewegt. Ihn, und zwar eher, weil... Ist so. So, was mit ihm? Er braucht die eine Runde noch. Beenden wir auch die Runde, damit wir den Kollegen gleich bewegen können. Und da haben wir auch schon die Runden gleich... Ein Einkommen von 9000 wieder.
macht. Nun lasst uns doch in Ruhe mit euren ganzen, die ganzen kleinen Einheiten nerven, um ehrlich zu sein. Ich meine, große Armeen gibt es nur noch wenig. Da ist unter anderem Imperator Karl Franz eine der wenigen Armeen, die hier übers Feld noch ziehen. Da sind wir momentan auf der Kartenherrschaft überlegen. Na, bitte nicht ganz so weit. Da kommen wir doch schon wieder nicht ran, das sehe ich doch schon wieder kommen. Führt da erfolgreich einen Update auf den Charakter, die Tilea. So. Was ist denn, wenn wir euch jetzt hier mal angreifen? Was passiert denn? Ihr rennt weg. Und wenn wir euch nochmal hinterher rennen, löschen wir euch definitiv aus. Gehen wir auf die Führerschaft. Zack. Damit sind die Tilea schon mal besiegt. Wir sind besiegt, verdammt. Habe ich eben falsch gelesen oder was? Haben die uns jetzt weggeschnetzelt? Nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Hat mich gerade etwas verwundert. Hätte aber auch sein können. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich verlese. Einmal hier rein, mal gucken. Und ihr könnt sogar noch rekrutieren, weil ich sehr, sehr schön finde. Dementsprechend haben sie sich nicht so weit bewegt. Dann werde ich mit der Armee nämlich nach hier unten die Tilea gleich angreifen gehen. Große Feinde haben wir nicht mehr. Zumindest nicht so viele. Gegen Infanterie. Machen wir einfach. So. Ich überlege, ob wir die hier auch noch nehmen. Ein paar Runden werden wir hier eh warten müssen. Allerdings könnten wir auch theoretisch andere Einheiten noch nehmen. Flammkanone 6 Runden ist mir zu lang. Mit Panzer und Schild. Nur gepanzert. Rüstungsdurchdringende Geschosse. Nehmen wir davon noch ein paar. Machen wir das einmal so. 14 haben wir denn. Was nehmen wir denn hier noch mit? Nehmen wir noch ein paar von denen. So, 19. Dann können wir mit denen hier nämlich nach Süden marschieren. So, weiter geht's mit euch. Ihr kommt hier Richtung Süden bitte einmal. Eine kleine Belagerungsarmee. Mal gucken, ob ich gleich über das Tunnelnetzwerk hier über die Hügel rüber kann. So, die Bretonen sind vernichtet. Mit euch ziehen wir uns mal einmal nach da oben und werden euch gleich nochmal ein bisschen ausbauen. Ruhig können wir hier auch nehmen. Hier unten ist ja nichts mehr. Das heißt, wir werden jetzt definitiv zur anderen Seite uns vorkämpfen. Es dürfte nicht mehr viel sein, was hier jetzt noch kommt. Hier müssten mehr oder weniger demnächst die letzten Züge sein. So. Wenn wir die bis hierhin bewegen. Lauft ihr? Das wirkt nicht so. Ah, jetzt. Aber ich nehme mal aus dem Tunnelnetzwerk raus. Wie sieht's denn jetzt hier mit Altdorf aus? Alter Falter, immer noch so schlecht. Sind die so gut aufgestellt da? Muss ja, okay. So, Belagerung fortsetzen. Na, komm schon. War's doch hier eben. So, du da. Jetzt hatten wir hier noch die eine Armee. Oh. Der kommt doch nur mit Sprinten so weit.
Sonst kommt ihr gar nicht hin. So, hier reicht's. Oder ist scheinbar schon wieder gut, wenn wir so ein Tunnelnetzwerk so ein bisschen ausbauen. Wo ist denn jetzt hier der Imperator hin? Da hat er sich zurückgezogen, dieser. Oder ich sehe ihn nur nicht, weil er hier leicht im Schatten steht. Im Fog of War quasi. So. Es dürfte das auch schon wieder gewesen sein mit unseren Mannequinen. Thorgrim, stimmt, hier oben bei den Orks. Die haben sich nach hier unten irgendwo verzogen. Hä? Hä? Wieso sind die jetzt wieder nach da hinten? Sind die nicht nach links unten eben gegangen? 12 Einheiten. Verdammt. Hätte ich mal vorher nachgeguckt. Wieder mal gefailt. Okay, nichts Neues. So. Ungrim belagert. Und wo ist er hier? Er ist hier unten, genau. Da wollten wir dort nämlich mal rankommen. Auch eine Garnisonsgruppe. Nee, von 8 bloß. Mal gucken. Jo. Belagern wir so ein bisschen. Was, 13 Runden? Ne, 8 Runden. Okay. So, wir haben da wieder ein Einkommen von 9000. Könnte man theoretisch noch eine Armee aufstellen. Braucht man aber nicht. Dadurch, dass ich hier eine habe, mit denen ich dann Richtung Süden ziehen will. Hier die einzige Festung der Telea. Hier hinten haben sie, hoffe ich, nichts aufgebaut. Sieht aber nicht so aus. Ich weiß nicht, ob es unter dem Fog of War die Städte aktualisiert werden würden. Und mit denen muss ich dann noch hier unten zu den Grenzgrafen. Da haben sie auch noch was hingestellt. Ja, sollte langsam. Beenden wir die Runde wieder. Da will uns das Imperium noch ordentlich schwächen, währenddessen wir da Altdorf belangen. Tja, wie gesagt, die haben halt keine weitere große Armee und mit der einzigen Armee da versuchen sie jetzt die Grenzgrafen ein bisschen anzugreifen. Und jetzt kommen hier die ganzen kleinen Grenzgrafen. Das ist so, das Ganze wirkt so wie mit Ameisen. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe hier nur lauter kleine Pupsefahnen auftauchen. Hier ist jetzt mal ausnahmsweise mal was Vernünftiges. Gebäude beschädigt, Erfolg. Runenschmied ist nach Abwesenheit wieder im Dienst bereit. Einheiten angreifen, Erfolg. Armee blockieren. Einheiten angreifen, Erfolg. Einheitenangriff gescheitert. Am Arsch hier. Am Arsch. So, ihr kommt da zu spät. Die Stadt werden wir auch niederreißen. Ja, ich hab's euch gesagt. Ist nicht. Nicht mit mir. Müsst ihr euch einen anderen suchen. 5000, wir reißen nieder. So, gab ein Level ab. Und wir können nochmal sprinten. Sprinten werden wir. Ach, Averheim haben sie inzwischen schon eingenommen. Ja, da oben steht der Imperator noch, Tatsache. Dann wird er ja bestimmt gleich runterkommen hier. Sollte ich mal gucken. Sieht immer noch nicht so gut aus. Wir haben 4 Katapulte. Rein theoretisch könnten wir die Schlacht führen. Ich bin nämlich der Meinung, die könnten wir auch gewinnen. Auch wenn es hier leicht zum Nachteil für uns aussieht. Aber wir haben jetzt so ein bisschen Zeitdruck, denn wenn jetzt der Imperator da oben unsere Armee nach und nach abgreift, das ist das Ganze schon echt für den Arsch. Und wenn wir hier mit den Katapulten erstmal alles wegschießen, Belagerung fortsetzen, mach mal kurz, ich will mal eben was sehen. 20 von 20 Einheiten. Ja, ich würde sagen, die Belagerungsschlacht führen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet wieder. Hinterlasst euch gerne ein Däumchen, einen Kommentar, ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Ja, damit verabschiede ich mich erstmal von euch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sage, macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.